Haben Sie schon jemand anders von diesem Ergebnis unterrichtet? Selbstverständlich noch nicht. Gute Arbeit. Ach, Herr Landgerichtsdirektor, das war nichts Besonderes. Ich habe nur die paar Sachen gemacht, die auf der Hand lagen. Ich möchte auch nicht, dass die Öffentlichkeit jetzt schon von der veränderten Situation etwas erfährt. Verstehen Sie? Nein, verstehe ich nicht. Ich meine, die Öffentlichkeit hat doch schließlich ein Recht darauf, jetzt endlich die ganze Wahrheit zu erfahren. Herr Landgerichtsrat Konrad, Sie sind sich klar, was das Ganze bedeutet. Ich bin völlig erschlagen, Herr Landgerichtsdirektor. Ja, das sind Sie. Das kann man wohl sagen. Sie haben unserer Sache einen schlimmen Dienst geleistet. Da geben Sie der Linken noch Wasser auf Ihre Mühlen. Gerade jetzt, in dieser verfahrenen politischen Situation. Warum, um Gottes Willen, haben Sie an die Öffentlichkeit appelliert? Uns vorgeschoben, hinter unserem Rücken in Ihrer himmelschreienden Unfähigkeit ein Unglück angerichtet, das nicht wieder gut zu machen ist. Herr Landgerichtsdirektor, Sie selbst haben? Ich habe gar nicht. Doch, Sie haben mich bestärkt. Sie haben die Richterschaft zu der Resolution einberufen. Sie haben die Eingaben an die Presse korrigiert. Lassen Sie sich nicht irre machen, haben Sie mir immer gesagt. Ja, hätten Sie sich nur nicht von einem Gauner irre machen lassen. Ich habe mit der Affäre nichts zu tun, bitte. Das ist nun gänzlich und allein Ihre Angelegenheit. Lauf doch nicht mal rum, Karin. Was hast du denn? Bist du denn nicht froh, dass man endlich alles vorbei ist? Froh? Nee, du Feuer. Sieh mal, Gabler zum Tode verurteilt. Da hätte nur ebenso gut stehen können, Blum und Bremer zum Tode verurteilt. An so einem dünnen Faden hing das. Na ja, aber es ist doch nicht. Aber es hätte sein können. Auf neue, schöne Tage, ja. Das andere... Das ist vorbei. Das ist noch nicht vorbei. Das fängt erst an. Als ich heute vor dem Richter stand, als Zeuge, da hatte ich das Gefühl, alle, die da hinter mir saßen, denen wäre es lieber gewesen, ich säße auf der Anklagebank und nicht dieser Gabler. Aber es ist doch gut gegangen, Jakob. Und du sitzt hier bei mir. Eigentlich habe ich immer gewusst, dass es gut ausgeht. Denn wir leben hier in einem Rechtsstaat. Schließlich sind wir in Deutschland.